Wie kann Hypertonie behandelt werden? Wer von einer Hypertonie, also Bluthochdruck, betroffen ist, spürt diese oftmals nicht. Dennoch ist es wichtig, eine geeignete Behandlung zu finden. Denn durch den dauerhaft erhöhten Blutdruck steigt das Risiko für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt. Auch Organe wie zum Beispiel die Niere können geschädigt werden und man kann an den Folgen des Bluthochdrucks vorzeitig versterben. Das Ziel einer Behandlung ist es, das Risiko für solche Folgeerkrankungen zu verringern. Dafür muss der Blutdruck dauerhaft gesenkt werden. Im Rahmen einer Behandlung wird versucht, möglichst normale Blutdruckwerte zu erreichen. Diese liegen bei unter 140/90 mmHg. Welche Behandlung in Frage kommt, hängt ab von der Höhe des Blutdrucks, den Begleiterkrankungen und dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Blutdruck lässt sich bereits durch Veränderungen der Lebensgewohnheiten beeinflussen. Dazu gehört es, sich ausgewogen und salzarm zu ernähren, mehr Sport zu treiben, gegebenenfalls abzunehmen und weniger Alkohol zu trinken. Ein Großteil der Patienten mit Hypertonie benötigt zusätzlich Medikamente, um passende Blutdruckwerte zu erreichen. Die Betroffenen sprechen unterschiedlich auf die verschiedenen Medikamente an und vertragen diese auch unterschiedlich gut. Daher kann es notwendig sein, Medikamente mit unterschiedlichen Wirkstoffen auszuprobieren, um eine zufriedenstellende Senkung des Blutdrucks zu erreichen. Die maximale Wirksamkeit eines Medikaments zeigt sich dabei erst nach 3 bis 4 Wochen. In der Regel wird der Blutdruck langsam gesenkt. So wird nach und nach die für den Patienten passende Dosis gefunden. Dabei gilt aber stets, es sollen zwar so viele Medikamente wie nötig, aber so wenig wie möglich zum Einsatz kommen. Eine Behandlung mit Medikamenten sollte immer auch mit einer Veränderung der Lebensgewohnheiten einhergehen. Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist, dass Betroffene sich an die Maßnahmen halten, die sie gemeinsam mit dem Arzt festgelegt haben. Es ist wichtig, seinen Blutdruck im Blick zu behalten. Ist er tatsächlich dauerhaft erhöht, kann man mit der passenden Behandlung gut leben und Folgeerkrankungen vermeiden. Weitere Informationen zum Thema Hypertonie finden Sie auf dem Gesundheitsportal der Stiftung Gesundheitswissen. Wissen ist gesund.